Jo Freunde, was geht und damit willkommen zur nächsten Folge der Motorsport Manager Karriere mit der Formel 1 2022, Matt. Und heute geht es weiter in Melbourne, dem dritten Saisonrennen. Der Saisonstart in der letzten Folge lief auf jeden Fall schon ziemlich gut. In den ersten beiden Rennen Punkte geholt. Im ersten Rennen ja leider der Schwierigkeitsgrad noch viel zu einfach gestellt gewesen vom letzten Rennen aus der ersten Saison. Deshalb konnten wir einfach auf Platz 6 mit Hörter fahren. Leclerc ist ja leider ausgeschieden, hätte sogar das Podium, glaube ich, mitnehmen können. Aber zum Glück ist das ja passiert, weil sonst hätten wir schon zu viele Punkte mit dem zu einfachen Schwierigkeitsgrad geholt. Beim zweiten Rennen in Saudi-Arabien, dann mit Leclerc auf einen soliden 9. Platz, waren auf jeden Fall sehr, sehr verrückte Bedingungen. Hat zuerst geregnet, dann ist es wieder trockener geworden und gegen Ende kamen ja nochmal die Fullwets zum Einsatz. Das war auf jeden Fall echt ein sehr, sehr interessanter Saisonstart und wir können auf jeden Fall festhalten, dass unser Auto aktuell mit der Fahrerpaarung das Potenzial hat, auf jeden Fall in jedem Rennen regelmäßig um die Punkte kämpfen zu können. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr positive Nachricht. Aktuell bei der Konstrukteurs-WM ja auf Platz 6 hinter McLaren und so weiter. Und jetzt geht es eben weiter in Melbourne. Und ich möchte den Anfang von der heutigen Folge erstmal zum Anlass dazu nutzen, um mich einfach mal bei euch zu bedanken, wie gut dieses Projekt einfach mal ankommt. Also ich kann es echt kaum in Worte fassen. Ich sehe wirklich hier regelmäßig, konstant, jede Folge hat irgendwie über 40 Likes, mal 48, 47, eine Folge 43. Und das ist auf jeden Fall richtig krass, Freunde, weil ich hatte irgendwie nie so ein Projekt, das so gut ankommt. Vielen Dank auf jeden Fall an alle, die eben neu mit dabei sind oder auch an Leute, die schon jahrelang dabei sind. Das freut mich echt mega zu sehen, dass dieses Projekt aus irgendeinem Grund sowas von gut ankommt. Vielen Dank auf jeden Fall da an erster Stelle an euch. Und das Gute ist, wenn ich sehe, dass es euch Spaß macht, macht es mir automatisch auch mehr Spaß, das Ganze eben jedes Mal aufs Neue aufzunehmen. Und ja, Leute, also vielen Dank dafür. Das ist echt sehr, sehr krass, wie das Projekt eben ankommt. Hätte ich bei der ersten Folge überhaupt nicht erwartet. Und jetzt sind wir mittlerweile bei der 15. Folge müsste das hier sein. Ich hatte, glaube ich, noch nie ein Projekt, was konstant so viele Leute eben feiern. Und das ist auf jeden Fall echt richtig krass. Nicht selbstverständlich, Leute. Also vielen Dank dafür, dass ihr eben das Projekt fleißig supportet. Ihr könnt auf jeden Fall auch gerne zum Start wie immer nochmal ein Like da lassen, weil ich sehe, es sind echt sehr, sehr viele Leute, die das Projekt anscheinend feiern. Das bedeutet mir echt viel, das jedes Mal zu sehen. Selbst die Formel 1 MyTeam-Karriere kam nicht konstant so gut an. Jetzt würde ich aber sagen, genug darüber geredet. Also wie gesagt, vielen Dank nochmal. Und wir starten rein in das Rennwochenende in Melbourne. Wir nehmen natürlich die bessere Leistung, das dürfte passen. Und ja, wir starten mit dem Training erstmal. Oh nein, ich habe vergessen zu schauen, wie viele Runden wir fahren. Ich glaube 28 waren das ungefähr hier in Melbourne, hoffentlich. Man dürfte eigentlich wieder mit der Einstopp-Strategie safe durchfahren. Die Frage ist halt entweder mittel oder weich. Ich würde sagen, wir nehmen einfach den Bonus für die sehr weichen Reifen erstmal mit. Brauchen wir ja sowieso für das Qualifying und für das Rennen. Die meisten Leute haben auf jeden Fall den Transfer von Charles Leclerc gefeiert, aber es gab auch eben eine Person, die es nicht so gefeiert hat, weil es eben zu einfach wäre mit Charles Leclerc, beziehungsweise eben das Ganze die Spannung rausnehmen würde. Kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen, aber ich möchte einfach so schnell wie möglich in der Karriere vorankommen und mit einem Charles Leclerc mit fast 5-Sterne-Bewertung kommen wir auf jeden Fall schneller voran als mit einem Sergio Perez oder Lando Norris, die sogar eigentlich genau das gleiche, glaube ich, gekostet hätten vom Gehalt her. Und deshalb habe ich eben den guten Charles Leclerc verpflichtet. Klar, ist natürlich nicht so realistisch. Jetzt fährt eben ein Lucas Di Grassi wieder in der Formel 1 nach Jahren, wo er eben nicht mit dabei war. Das ist auch sehr, sehr verrückt. Bei Ferrari jetzt am Start. Er war ja damals sogar bei Virgin mit Timo Glock als Teamkollegen 2010. Ich habe mich jetzt doch für die harten Reifen entschieden, weil ich habe gesehen, die Temperaturen auf der Strecke sind mal wieder extrem kühl und deshalb wäre es auf jeden Fall besser für uns, weil wir müssen ja sowieso dann eher die Reifen pushen und dann wäre der Reifenverschleiß mit den mittleren, also mit den gelben Reifen, viel zu hoch. Jetzt haben wir aber leider hier Regen auf der Strecke die letzten Minuten. Bei den mittleren Reifen dürften wir wahrscheinlich maximal eben nur die Stufe 1 jetzt bekommen. Stufe 2 wird eben sehr knapp wegen dem Regen. Qualifying Trim nochmal Stufe 2 geschafft. Bei den mittleren Reifen bleibt es aber leider bei Stufe 1. Heißt, ich werde für das Rennen wahrscheinlich sowieso den Bonus für die sehr weichen Reifen einfach mitnehmen. Jetzt im Qualifying regnen soll es hier eben nicht mehr. Der einzige Regen am Wochenende war eben nur für das Training gemeldet. Oh, ich muss das Setup nochmal ein bisschen überarbeiten bei Colton Hörter. Der Rest war, glaube ich, aber schon in Ordnung, außer eben das mit dem Übersteuern. Wieder mal 8 Minuten Zeit. Ich bin mir nicht sicher, ob ich 2 fliegende Runden fahren kann. Ich schicke beide Fahrer aber erstmal am Anfang raus, um eben zu schauen, wie das Setup jetzt ist. Ich habe eben bei beiden Fahrern nochmal kurz was verändert. Es sieht leider gar nicht gut aus bei der Runde bisher. Extrem großer Rückstand, fast 2 Sekunden, 2,6 sogar hinter Hamilton. In Saudi-Arabien waren wir ein bisschen näher dran, so 1,5 Sekunden Rückstand, aber im Qualifying leider sehr, sehr schwach aktuell noch, weil unser Auto natürlich noch lange nicht im Mittelfeld angekommen ist. Bloß Leclerc
er kann eben damit schon ein bisschen mehr rausholen als Colton Herta. Trotzdem sind wir natürlich noch extrem langsam eigentlich vom Auto her. Sogar ein Zhou ist vor uns im Qualifying. Da merkt man, der Rückstand ist auf jeden Fall noch relativ groß. Beide Fahrer fahren nochmal raus. Ich hoffe, das passt mit dem Timing, weil das war schon sehr knapp bemessen. Vor allem bei Charles Leclerc. Aber das dürfte genau passen. Genau, Leute. Sehr schön. 10 Sekunden hätten wir sogar noch Zeit gehabt. Und jetzt geht's los. Mit der fliegenden Runde. Es wird sehr schwer in Q2 überhaupt weiterzukommen. Hätte ich echt nicht erwartet, dass wir so schwach sind. In Saudi-Arabien sind wir ja immerhin in Q2 weitergekommen. Am Ende war, glaube ich, Leclerc 12. Anscheinend liegt Melbourne dem Auto aber überhaupt nicht im Vergleich zu den anderen Strecken. Immerhin grüne Sektoren, aber der zweite Sektor ist schon sehr, sehr schwach. Bei Leclerc immerhin grün, 1,6 Sekunden Rückstand. Vielleicht schaffen wir es ja mit Glück. Wir müssten eben die Zeit von Tsunoda schlagen. Herta bleibt 20. Leclerc 18. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schwach im Qualifying sind. Selbst in der letzten Saison waren wir meistens sogar besser mit Herta. Selbst Latifi ist vor Colton Herta. Das kann doch echt nicht sein. Obwohl wir eigentlich das bessere Auto haben sollten als Williams. Sogar Regen hier in Q3. Sergio Perez auf Pole, Verstappen 2. Ocon auf Platz 3. Alles klar. Was eine starke Leistung. Mercedes sehr, sehr schwach, weil die wahrscheinlich zu spät rausgefahren sind. Auf Platz 6 und 8 gerade mal. Okay, Leute. Jetzt plötzlich doch Regen im Rennen. Alles klar. Da stand doch gar nichts von Regen, glaube ich. 0% oder so. Und jetzt startet das ganze Rennen erstmal im Regen. Wahrscheinlich starten wir mit Intermediates, so bis Runde 11, 12 ungefähr. Und danach fahren wir eben auf den Soft zu Ende. Sind sogar nur 24 Runden, also habe ich doch zum Glück das Richtige genommen. Wir nehmen auf jeden Fall den Bonus für die weichen Reifen mit, also für die roten. Sehr interessant, auch das Setup mittlerweile sehr gut. Bei Herta alles lila, 99%, perfekte Sache. Und wir können auf jeden Fall locker mit Intermediates durchfahren, bis Runde 12 ungefähr, bis es eben wieder trockener wird. Leider echt ein sehr schwaches Qualifying. Hätte ich nicht erwartet, dass wir so abgeschlagen plötzlich sind nach den ersten beiden Rennen, wo es sehr gut lief. Klar, das erste kann man so ein bisschen streichen, aber das zweite, das lief trotzdem deutlich besser eigentlich als hier in Melbourne. Aber mal schauen, was im Rennen so möglich ist. Charles Leclerc kommt erstmal ganz schwach weg. Herta ist schon fast neben ihm gewesen. Ja, Herta zieht schon mal vorbei an Leclerc. Der Monegasse leider mit einem schwachen Start. Im letzten Rennen ja auch sich komplett verbremst in Saudi-Arabien, wo ja leider eben die 5-6 Minuten dazwischen gefehlt haben von dem Rennen. Okay, mal schauen, was so möglich ist heute. Ich denke, Punkte wird sehr, sehr schwierig bei der aktuellen Pace hier bei dem Wochenende. Alles klar, Valtteri Bottas auf Platz 3, Ricciardo 2., Norris 4., ganz verrückte Positionswechsel hier. Oh, Alex Albon mit einem Unfall fährt hier in die Mauer rein und damit haben wir einen Platz quasi gratis bekommen. Gerade ein bisschen am Fighten hier die beiden, Leclerc und Herta. Ich sage mal Herta, dass er Leclerc vorbeilassen soll. Mal schauen, ob das was bringt. Wir können eigentlich relativ viel durchziehen mit den Intermediates. Leclerc scheint auf jeden Fall ein bisschen schneller zu sein als Colton Herta. Jetzt versuche ich es mal hier mit Attacke-Modus. Leclerc hat noch ein bisschen Schwierigkeiten hier leider. Oh, Ricciardo mit einem Unfall, gerade bei seinem Heimrennen, lag auf Platz 2 und ist ausgeschieden und damit jetzt Bottas auf Platz 2. Alles klar. Was ist das denn für eine verrückte Ordnung hier? Einfach ganz überraschend. Bottas 2., Norris 3., hätte man überhaupt nicht erwartet. Leclerc ganz nah dran hinter Lance Stroll. Da könnten wir, glaube ich, eigentlich sogar schneller fahren, theoretisch. Aber es wird halt schwer, da irgendwie mal vorbeizukommen, alle hintereinander. Alter, der nächste Unfall. Nicolas Latifi steht einfach auf der Strecke rum. Alles klar. Also wenn da jetzt kein Safety Car rauskommt, okay, es kommt mal wieder kein Safety Car raus. Ich weiß nicht, ob das Safety Car standardmäßig deaktiviert ist bei der Mod. Kann auf jeden Fall sein. So, ich will jetzt endlich mal da vorbeikommen mit Leclerc. Das kann doch nicht wahr sein. Diese 3-2 Leute hängen schon rundenlang vor uns. Beide Aston Martin, dann auch Gasly. Alle drei sehr, sehr langsam gefühlt. Jetzt sind wir wieder sehr nah dran an Lance Stroll. Aber irgendwie ist da gar kein Vorbeikommen. Ich habe keine Ahnung, was ich sonst machen soll. Wir sind schon auf Attacke. Überholmodus und alles, aber es bringt einfach nichts. Wir kommen nicht vorbei an diesen Leuten. Ich denke, die Pace würde safe so für Platz 12, 13 reichen. Weil ganz ehrlich, wir sind doch bestimmt schneller als diese drei Leute. So schade und vor allem die Punkte sind auch nicht weit entfernt. Gerade mal 5 Sekunden hinter Ocon. Muss die Reifen aber wieder ein bisschen schonen, weil sonst schaffen wir es nicht mal bis Runde 11, 12. Und das ist ja eben mein Ziel. Die ersten Leute wechseln sogar schon auf Trockenreifen, okay. Das kommt mir noch sehr, sehr früh vor irgendwie, dass die so schnell schon wechseln. Ich denke, Runde 10 oder so werde ich dann machen. Also Runde 10 mit Leclerc, Runde 11 mit Herta oder umgekehrt, je nachdem, was sich eben eher anbietet. Wir schauen mal rein. Also das Wasser ist quasi noch in dem Bereich, wo die Grenze ist. Also ich denke, ein, zwei Runden kann ich noch pushen, aber danach geht es auf jeden Fall in die Boxengasse. Wobei, ich denke, mit Herta wechsle ich jetzt schon.
Ja, Russell ist schneller auf den Soft gewesen, heißt, ich werde auf jeden Fall mal wechseln. 16 Runden sind noch zu fahren, das wird, glaube ich, eher kritisch mit den Soft. Ich denke, bei Hörter gehe ich dann auf die mittleren Reifen, bei Leclerc kann ich das aber auf jeden Fall versuchen mit den weichen Reifen. Leclerc zieht noch eine Runde länger durch. Ich hoffe, das ist nicht zu spät mit Leclerc. Ja, der beschwert sich auch schon. Colton Hörter kommt jetzt hier vor Lance Stroll raus. Oh, das ist sehr gut. Also die eine Runde mehr hat sich anscheinend gelohnt mit dem Overcut an Lance Stroll endlich mal vorbei. Zum Glück hat das irgendwie mal geklappt. Also mit Leclerc sollten wir damit dann auch vorbeikommen, hoffentlich. Der hält da auf jeden Fall gut einige Leute auf. Ja, ich glaube, das war doch eine Runde zu spät, weil das Wasser ist gefühlt komplett weg von der Strecke. Okay, der Stop war sehr schnell, 1,7 Sekunden. Wir kommen trotzdem vor Hörter raus. Heißt, wir haben eigentlich gar keine Zeit verloren. Ey, der nächste Unfall. Auch Lando Norris ausgeschieden, Leute. Auch in der Bande. Genau die gleiche Stelle wie Ricardo, glaube ich. Wobei Ricardo war, glaube ich, ein paar Meter weiter vorne. Echt sehr schade, weil wir sind leider nur auf Platz 14 und 15. Mit einem besseren Qualifying hätte man safe wieder fette Punkte mitnehmen können. Leclerc kommt aber mal wieder gut ran an die ganzen Leute. Das bedeutet, eigentlich sollten wir schneller sein als Vettel, Gasly und Tsunoda. Genauso wie im ersten Stint die gleiche Situation. Wir müssen eigentlich da gleich vorbeiziehen, weil sonst kann ich Punkte auf jeden Fall vergessen, und ich versuche einfach mal mein Bestes. Wäre nice, wenn es klappt, aber wird sehr schwierig, da irgendwie vorbeizukommen. Bei der Strecke kann man irgendwie gefühlt kaum überholen. Jetzt aber Leclerc außenrum. Ah, das wird leider nichts hier. Außenrum sehr, sehr schwierig gegen Vettel. Ja, es geht einfach nicht vorbei. Das kann doch nicht wahr sein. Diese Strecke ist so dumm zum Überholen. Jetzt wäre auf jeden Fall ERS schon ziemlich geil mit Überholmodus. Aber Leclerc hängt wieder mal hinter Vettel fest, kann nichts machen, egal was er versucht. Wir wären locker auf Platz 11 vor Tsunoda schon lange, weil die Pace von uns ist deutlich besser eigentlich. Jetzt wieder mal das Gleiche, ja. Wieder mal außenrum, klappt wieder mal nicht. Genauso wie in der letzten Runde. Ey, das kannst du echt keinem erzählen. Jetzt muss ich wieder ein bisschen Reifen schonen, weil sonst halten die einfach nicht bis zum Rennende. Heißt, damit kann ich die Attacke eigentlich locker vergessen. Damit wahrscheinlich eben auch leider endgültig keine Punkte heute. Boah, ich glaube, das mit den Soft war doch sehr, sehr mutig, das durchzuziehen. Ich versuche mein Bestes. Wir sind aber jetzt auf Platz 10 und Platz 12, weil eben viele Leute zwei Stops machen. Ich hätte mit Leclerc aber auf jeden Fall auf eine härtere Reifenmischung wechseln müssen, weil das wird jetzt ultra schwer. Wir müssen irgendwie noch 5, 6 Runden aufhalten auf Reifen mit 34%. Ja, ich glaube, das wird wahrscheinlich nichts mehr. Also Ocon wird safe gleich vorbeiziehen. Aber vielleicht kann Hörter ja noch die anderen Leute aufhalten. Das wäre so wichtig, aber ich glaube, das wird echt sehr, sehr knapp. Die Reifen bei 29%. Ja, da kommt Ocon schon gleich vorbei, leider. Also Punkte schaffen wir doch wahrscheinlich gar keine mehr. Hatte kurz die Hoffnung, war ja, Ocon wird jeden Moment, glaube ich, vorbeiziehen. Sehr schade, ich hätte doch auf jeden Fall härtere Reifen holen müssen oder halt eben nicht diese Attacke kurz versuchen müssen. Sonst hätte das vielleicht geklappt mit Punkten, aber mal schauen. Vielleicht fährt noch jemand rein, jawohl, Tsunoda fährt nochmal rein. Denke aber, der nächste mit Zhu wird wahrscheinlich auch jeden Moment vorbeiziehen, leider. Ja, Zhu zieht auch gerade vorbei. Und damit war es das leider mit den Punkten. Wenn noch jemand ausscheiden würde, hätten wir natürlich noch den einen Punkt. Aber es wird wahrscheinlich eben nichts mehr. Immerhin sind wir vor Tsunoda. Ich denke, das wird auch so bleiben. Aber mal schauen. Jetzt direkt hinter uns nochmal Yuki Tsunoda. Mal schauen, ob der vorbeikommt. Ich denke mal schon, weil eine Runde müssen wir noch schaffen. Aber das wird sehr schwierig mit den Reifen. Ja, Tsunoda zieht vorbei. Und damit sind wir leider nur noch auf Platz 12. Sehr schade, aber letzten Endes war der Abstand doch deutlich. Ja, jetzt nur noch 13., weil Gasly vorbeizieht. Hörter nur noch auf Platz 16. Jetzt kommen allen Ernstes noch beide Aston Martin vorbei. Aber egal, Leute, es ging ja sowieso um keine Punkte mehr. Leclerc wird sogar noch von Hörter eingeholt, alles klar. Das war's damit leider, Platz 15 und 16, ey, was ein Rennen, so enttäuschend. Einfach letzter und vorletzter quasi, wäre eben niemand ausgeschieden, sehr, sehr schade. Einfach überhaupt keine Pace vorhanden heute bei dem Rennen in Melbourne. Am Ende gewinnt Verstappen das Ganze vor Hamilton, Bottas auf Platz 3, boah, das ist schon sehr krass. Valtteri Bottas im Alpha, dann Russell, Perez, die beiden Ferrari. Wir leider nur auf Platz 15 und 16, sehr enttäuschend. Bei den Konstrukteuren damit hinter McLaren. Leider auf Platz 7 zurückgefallen. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Die Moral sinkt mal wieder komplett. Ich habe keine Ahnung warum. Fahrerrivale, okay. Der Fahrer will nicht für das gleiche Team fahren wie Yuki Tsunoda. Keine Ahnung, wieso die Moral so niedrig ist bei allen Leuten. Das ist schon sehr, sehr verrückt. Ihr könnt gerne mal Tipps geben, wie ich die Moral wieder hochbekomme. Wahrscheinlich durch gute Ergebnisse. Aber sonst keine Ahnung, was man machen soll. Gleich hat Leclerc keinen Bock mehr auf das Team oder was. Der nächste Motor wurde fertiggestellt. Dann würde ich sagen, gehe ich direkt mal
mal rein in die Entwicklung mal wieder. Das hört sich auch gut an. Höchstgeschwindigkeit plus 50 auf weich, sehr weich und ultra weich. Man könnte das hier eben machen oder eben das hier plus 40, aber damit wäre eben auf Max minus 20. Das ist halt nicht ganz so geil, also das Potenzial wäre quasi geringer. Ich nehme diesen Bonus dann mit Höchstgeschwindigkeit plus 50 auf diesen drei Reifenmischungen. Ansonsten haben wir da später auf jeden Fall noch geilere Sachen. Höchstgeschwindigkeit plus 55, das könnte schon sehr stark werden. Den neuen Motor kann ich auf jeden Fall erstmal schön verbessern. Ganz wichtig, die Zuverlässigkeit 63%, das dürfte passen. Jetzt steht eben auch schon das nächste Rennen heute an, und zwar in Imola, ist ja quasi die Strecke von Monza. 25 Runden, das Wetter trocken, also gar keine Probleme. Ansonsten Heckflügel ist eben wichtig, aber beim Motor haben wir leider einen sehr, sehr schwachen. So, bei den Teilen kann ich jetzt auf jeden Fall die beiden neuen Motoren einbauen. Hertha bekommt den hier und Leclerc bekommt eben den besseren. Und jetzt sind beide Fahrer zufrieden. Das sieht doch schon mal gut aus. Die 1-Stop-Strategie sollte auf jeden Fall wieder hier die Taktik sein. Sind eben 25 Runden. Heißt auf jeden Fall mit den weichen Reifen und den gelben. Am Ende des Trainings konnten wir schön den Bonus für alle Sachen auf Stufe 3 bekommen. Das ist auf jeden Fall ziemlich stark. Damit geht es los mit dem Qualifying. Das Setup sah auch ganz solide aus. 97% bei beiden Fahrern. Ich hoffe, wir können zwei gute Runden abliefern. Aber das dürfte auf jeden Fall passen zeitlich. Und Leclerc sah nicht so schlecht aus wie in Melbourne zumindest mal. Q2 könnte vielleicht mal wieder drin sein. Wäre auf jeden Fall mein Ziel. Das Aufwärmen sieht schon mal sehr gut aus. Perfekt bei beiden Fahrern. Also daran kann es schon mal nicht scheitern hier bei der ersten fliegenden Runde. Mal schauen, wo der uns am Ende hinbringt. Leclerc auf jeden Fall schneller als Colton Herta. Jetzt der letzte Sektor am Ende. Auf Platz 1 und 2 logischerweise, weil noch niemand sonst gefahren ist. Hamilton auf Platz 1, okay. 1,8 Sekunden Rückstand haben wir mit Charles Leclerc. Aber wir sind sogar vor Pierre Gasly und das deutlich. 6 Zehntel. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aktuell mit Leclerc auf Platz 13. Boah, das ist schon sehr stark. Sehr gute Leistung. Ungefähr so wie in Saudi-Arabien. Colton Herta immerhin auf Platz 19. Fehlt auch nicht viel auf Platz 17 und 18. Q2 für Herta wäre vielleicht sogar auch noch möglich, aber wird relativ schwer noch, sich da zu verbessern. Jetzt nochmal der Versuch, mal wieder perfekte Aufwärmprogramme für beide Fahrer. Leclerc sollte, glaube ich, safe für Q2 qualifiziert sein. Sehr nice auf jeden Fall. Und Herta verbessert sich auch nochmal ein bisschen. Vielleicht geht ja sogar noch was. Platz 18, 17, vielleicht sogar 16. Mal schauen. Herta über der Linie, bleibt leider auf Platz 19. Sehr schade. Und Leclerc kann sich sogar nochmal verbessern und damit nach wie vor 13. Sehr starke Leistung. Jetzt in Q2 leider keine perfekte Aufwärmrunde hier für Charles Leclerc. Ich hoffe, wir schaffen wieder so Platz 13 ungefähr. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr stark, aber wird schwierig, das nochmal zu wiederholen, das Ganze. Nach der ersten Runde 2 Sekunden Rückstand schon auf Lewis Hamilton. Boah, das ist schon sehr viel. Leider nur auf Platz 15, aber diese 1-2 Zehntel auf Albon sollten eigentlich locker drin sein. Also das Ziel wäre auf jeden Fall der 13. Platz. Jetzt mal schauen, ich schicke Leclerc nochmal schnell raus. Gegen Ende der Session volle Bodenhaftung. Sehr schön, das Aufwärmen hat wieder perfekt hier geklappt, Leute. Und damit geht es in die entscheidende Runde. Hoffentlich ist hier der gute Platz 13 wieder drin aus Q1. Sieht schon mal sehr gut aus. Zwei grüne Sektoren, das sollte eigentlich im Idealfall passen, weil davor waren wir, glaube ich, hier schon 1,3 Sekunden weg. Und jetzt mal schauen, Leclerc kommt über die Linie und verbessert sich auf Platz 13. Sehr schön, das Ziel erfüllt. Sehr starke Sache, weil der Rückstand auf Platz 12 mit 5 Zehnteln wäre auf keinen Fall mehr einzuholen gewesen. Und auch eben schön die freie Reifenwahl beim Rennen. Das Ende von Q3, Hamilton auf Pole ganz deutlich, 5 Zehntel vor Verstappen, dann Perez dritter, Russell nur auf Platz 7, echt krass, 1,2 Sekunden hinter Lewis Hamilton. Okay, jetzt hier im Rennen insgesamt 25 Runden hier die Distanz. Wir nehmen, glaube ich, den Bonus für die weichen Reifen mit, weil ich werde eben mit den gelben starten und dann so nach circa 14 oder 13 Runden wechsle ich eben auf die sehr weichen Reifen. So, damit geht es los, Leute. Bin ich mal gespannt, wie das Rennen so wird. Okay, damit geht es los. Platz 13 und Platz 19 Punkte könnten eigentlich wieder drin sein, weil eben die ganzen Leute aus Q3 natürlich wahrscheinlich wieder zwei Stops machen werden. Das ist eben unser Vorteil hier. Leclerc schon mal sehr guter Start. Direkt mal auf Platz 11 nach vorne gekommen. Sehr stark, Leute. Besser geht es. Oh, was ist das denn? Der Red Bull fährt komplett raus. Das war, glaube ich, der gute Sergio Perez, genau. Damit Leclerc auf Platz 10, jetzt aber leider nur noch 11. Weil unser Motor anscheinend mega langsam ist, schade, auf dieser Geraden, aber egal. War schon mal ein solider Start hier, Platz 11. Boah, Tsunoda auf Platz 7 schon mittlerweile. Das ist schon sehr, sehr krass, was der Japaner da veranstaltet. Aber Leclerc macht schon mal einen guten Start hier, Platz 11.
sehr solides Ding. Und jetzt mal schauen, die ersten fahren wirklich schon in der ersten Runde in die Boxengasse. Das ist schon sehr verrückt. Ricardo leider wieder vorbeigezogen. Boah, die Gegner sind schon sehr schnell. Stroll zieht auch schon wieder vorbei. Sehr schade. Die Leute, die eigentlich hinter uns gestartet sind, wie Stroll, einfach schon vorbeigezogen. Jetzt kommt Perez auch wieder vorbei. Ey, unser Motor ist so kacke. Wir verlieren so viel Zeit auf der Geraden. Hörter leider auf Platz 19 nach wie vor. Abgeschlagen, quasi letzter. Leclerc leider nur noch auf Platz 13. Ja, die Pace nicht allzu schnell leider. Jetzt waren einige Leute in der Boxengasse. Damit sind wir auf Platz 10. Sehr schön. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Das Gute ist, Hörter wird wahrscheinlich auch diese ganzen Leute, die in Q3 waren, gleich nachher aufhalten. Also auf jeden Fall unser Vorteil. Boah, Vettel mit dem Undercut an Bottas, Ocon und die Grassi vorbei. Ich fahre, wie gesagt, an circa in Runde 13 oder 14 in die Boxengasse. Dann eben auf die weichen Reifen. Plötzlich alle sehr, sehr langsam davor. Und Stroll, Ricardo, Tsunoda, alle hier innerhalb von 1-2 Sekunden. Und jetzt fahren die nächsten Leute in die Boxengasse. Damit sind wir schon auf Platz 8. Also Punkte sind auf jeden Fall drin, weil die ganzen Leute werden natürlich noch aufgehalten. Die Frage ist halt, ob die durchfahren mit den harten Reifen. Kann eigentlich schon sein. Oh, jetzt zieht aber leider Alonso vorbei. Wobei, jetzt doch wieder nebeneinander. Jetzt ist Alonso aber wirklich vorbei. Schade. Boah, wir hängen einfach alle hinter Tsunoda. Der scheint sehr, sehr langsam zu sein gerade, der Japaner. Und Hörter auf Platz 14 hinter Zhu kommt auch nicht wirklich vorbei die ganze Zeit gerade schon. Ey, das kann doch nicht sein. Jetzt zieht sogar Albon in Williams an uns vorbei. Wie schlecht sind wir denn aktuell? Mit den Mediums sollten wir doch locker schneller sein als Albon mit den harten Reifen. Selbst in Qualifying waren wir vor Albon. Jetzt waren nochmal ein paar Leute in der Box wie Russell. Boah, das ist so krass, diese Gruppe. Nur 3 Sekunden sind wir aktuell hinter Platz 2. Wenn man da eben die ganzen Leute überholen würde, das wären sowas von fette Punkte, glaube ich. Sehr, sehr schade. Also wenn ich da die ganzen Leute überholen würde, das wäre schon sehr, sehr krass. Ey, die Reifen nutzen sich mal wieder ultra schnell ab. Stimmt, das war ja so tückisch hier in Monza. In der letzten Saison genauso. Angeblich halten die Reifen 15 Runden, aber sind eigentlich schon so nach 10, 11 Runden komplett kaputt. Also ich muss auf jeden Fall aufpassen gleich. Hörter verliert gerade so viele Plätze, nur noch 15. Der Ferrari von Sainz zieht vorbei, als wären wir nichts. Alles klar. Das ging sehr schnell. Ey, die Reifen von Hörter bei 29%. Das kann doch nicht wahr sein. Ich werde, glaube ich, mit Hörter sogar auf die harten Reifen wechseln. Bei ihm würden die Soft komplett kaputt gehen. Selbst bei Leclerc wird es relativ knapp. Und da kommen eben schon sehr, sehr viele Leute jetzt wieder vorbei. Norris ist vorbei, Sainz ist schon vorbei. Jetzt fährt Hörter in die Boxengasse auf die harten Reifen, hoffentlich ohne Probleme. Ja, 1,9, das passt, Leute. Und damit sind wir mit der Strategie quasi durch, mit Colton Hörter. Wir sind sogar vor Pierre Gasly rausgekommen, komischerweise. Jetzt Runde 14 gleich, heißt mit Leclerc werde ich am Ende der Runde in die Boxengasse fahren. Und dann mal schauen, was geht. Noch 13 verbleibende Runden. Alter, Bottas fährt schon das zweite Mal in die Boxengasse. Sehr, sehr krass, wie oft die in die Boxengasse fahren. So, jetzt geht es eben rein für Charles Leclerc. 12 Runden noch verbleibend. Normalerweise sollte das eben genau passen. Boah, 1,7. Damit vor Valtteri Bottas nach dem Stop. Okay, das war schon sehr stark. Denke, Bottas wird sowieso gleich vorbeiziehen. Wir müssen auf jeden Fall die Reifen bei Leclerc eher schonen. Deshalb bleibe ich schön auf konservativ hier mit den Soft fürs Erste. Ich denke, Tsunoda, Stroll und Albon werden auf jeden Fall noch ein zweites Mal in die Boxengasse fahren. Aber Punkte werden wahrscheinlich leider doch sehr, sehr schwierig heute. Ich merke gerade, wenn ich Überholmodus kurzzeitig mal einschalte, kann ich mich doch ganz gut verteidigen. Hier zum Beispiel auf der Geraden zieht der gute Ocon jetzt nicht vorbei, wegen dem Überholmodus. Sehr schön. Jetzt kommt er im Windschatten fast vorbei. Wir mal wieder mit Überholmodus. Ja, das passt auf jeden Fall. Sehr schön. Die Pace von uns ist aber leider relativ schwach, weil Ocon kommt die ganze Zeit fast vorbei. Bottas schon 5 Sekunden weg, obwohl der auf den härteren Reifen eigentlich sehr, sehr langsam sein sollte. Aber da ist mal wieder diese ganze Gruppe mit Tsunoda, Albon, wie eben schon von davor. Es klappt aber schon die ganze Zeit über mit dem Überholmodus und schön verteidigt mal wieder vor Ocon. Hörter fährt aktuell auf Platz 17. Das Problem jetzt, die Reifen von Leclerc sind relativ kalt. Oh, Charles Leclerc mit der Attacke gegen Daniel Ricciardo. Das kommt ja mega überraschend. Der war vor uns in der Boxengasse. Ich dachte, Leclerc kommt safe nicht mehr vorbei. Einfach aus dem Nichts im Windschatten schön vorbeigezogen. Damit sind wir auf Platz 7. Boah, richtig stark. Mit Glück sind wirklich noch Punkte drin. Das Problem ist, wir haben jetzt extrem viele schnelle Fahrer hinter uns. Alonso, Ocon, Norris und eben Ricciardo. Die Reifen sind bei Leclerc aber noch relativ gut. Also das könnte eigentlich genau ausgehen. Wir müssen noch 6 Runden aushalten. Die Reifen halten eben 6 bis 8 Runden. Ich muss aber kurz mal wieder auf konservativ stellen. So für eine Runde ungefähr. Ich hoffe, wir schaffen so Platz 10. Das wäre echt mega stark. Was auch sehr, sehr wichtig gerade war, dass eben Norris beim Stop quasi noch langsam gewesen ist und wir mit Leclerc vorbeigezogen sind. Boah, jetzt haben wir aber so eine lange Schlange hinter uns. Jetzt gehe ich wieder auf Überholmodus. Vielleicht klappt das ja.
Aber ja, Ricciardo zieht schon mal vorbei. Ah, schade. Lando Norris wird wahrscheinlich auch gleich vorbeiziehen. Ja, und da zieht er auch vorbei, der Brite. Ich hoffe, wir schaffen es aber am Ende auf Platz 9. Das wäre echt sehr, sehr wichtig. Oh, jetzt kommt hier Alonso. Der ist sehr, sehr schnell. Ich denke aber, Vettel hat keine Chance mehr, weil der vielleicht sogar nochmal in die Box fahren muss. Genau, er fährt gerade rein. Damit ist Hörter sogar überraschenderweise auf Platz 12. Ich hätte nicht gedacht, dass Hörter auf Platz 12 hier irgendwie fährt. Mit seinen alten, harten Reifen auch sehr, sehr solide. Ich denke, mit Leclerc dürfte er auf jeden Fall mindestens einen Punkt drin sein. Ich muss aber noch aufpassen auf die Reifen. Ja, jetzt kommt Ocon leider vorbei. Oder wobei, wir bleiben nochmal vorne. Wird aber nicht mehr allzu lange, glaube ich, halten. Aber die McLaren sind auch nicht so viel schneller. Ja, jetzt zieht Ocon leider vorbei. Oder wobei, Leclerc ist noch neben ihm. Kommt doch wieder vorbei. Sehr schön. Wir müssen noch 3 Runden schaffen auf diesen alten Reifen. Jetzt war noch jemand in der Boxengasse. Bottas. Und damit ist Leclerc safe auf jeden Fall in den Punkten, glaube ich. Wieder mal Überholmodus. Komm schon. Wir bleiben noch ganz knapp vor Fernando Alonso. Der ist jetzt innen rein versucht. Boah, das wird richtig spannend nochmal. Ja, jetzt zieht Alonso vorbei. Nein, das kann nicht wahr sein. 2 Runden vor Schluss. Naja, egal. Den müssen wir jetzt aber mal ziehen lassen. Da hinten kommt eben schon der Ferrari von Lucas Di Grassi. Und jetzt haben wir gleich die letzte Runde. Boah, das wird nochmal kritisch. Nein. Komm schon, bitte eine Runde noch aushalten vor Di Grassi. Wir können nochmal hier ein bisschen auf aggressiv, würde ich sagen, gehen, damit ich hier safe den Platz 9 hier nach Hause fahre. Komm, bitte, Leclerc. Das musst du einfach noch schaffen, die letzte Runde. Immer noch auf Platz 9, wenigstens 2 Punkte. Das wäre sehr nice, wäre eben das Doppelte. Di Grassi kommt nochmal ran. Wir haben gleich extreme Reifenprobleme, 22%. Das dürfte aber, glaube ich, passen. Gleich kommt nochmal die letzte Kurve. Wir gehen nochmal auf aggressiv und auf den hohen Motormodus. Dürfte passen. Wir sind eine Sekunde vor Di Grassi und damit Platz 9 mit Leclerc. Jawohl, Leute. Echt stark. Leistung. Die nächsten Punkte für den Monegassen nach Saudi-Arabien Platz 9, hier in Imola auch Platz 9 und Colton Hörter auf Platz 14, auch ganz solide eigentlich mit der 1-Stop-Strategie, deutlich vor einigen Leuten gelandet. Leclerc aber echt überragende Leistung, das Maximum rausgeholt aus dem Fahrzeug. Platz 9 sehr, sehr wichtig, auch extrem knapp hinter Platz 7 beispielsweise, eben nur 3 Sekunden hinter Ricciardo. Starke Leistung auf jeden Fall, am Ende hat Hamilton, glaube ich, gewonnen. Das Rennen hat Hamilton vor Verstappen gewonnen, Russell auf Platz 3, leider niemand mit einer Strafe vor uns und damit in der Fahrerwertung Leclerc auf Platz 12 nach vorne und bei den Konstrukteuren immer noch 7., aber nach wie vor deutlich vor Aston Martin, Alfa Tauri und Williams. Das sieht doch schon mal sehr, sehr solide aus bisher. Die Moral von Leclerc mal wieder gesunken, Leute, das kann nicht wahr sein. 10%, das ist, glaube ich, das absolute Minimum. Schreibt gerne mal Tipps rein, wie ich die Moral wieder nach oben bekomme, vor allem die Beziehung zum Mechaniker. 8%, keine Ahnung, was da los ist. Wir sind eigentlich ganz solide unterwegs gewesen, haben Punkte geholt, ein Interview mit Nico Rosberg, der Agent von Lance Stroll. Alles klar, Lance Stroll kann man komplett vergessen. Colton Hörter schreibt eine Autobiografie, okay. Oh, mittlerweile haben wir sogar den 8-besten Wagen, komischerweise vor Alpha Tauri, mittlerweile. Also anscheinend sind wir doch ganz gut unterwegs. Sogar den besten Frontflügel mittlerweile, zweitbester Heckflügel und zweitbeste Bremsen. Nur halt Motor, Getriebe und Aufhängung nach wie vor eben unsere Schwachpunkte. Okay, Yas Marine soll gestrichen werden. Ist mir eigentlich egal. Ich sage mal, ich habe mich noch nicht entschieden. Hä, warum hat das jetzt eine Eigenschaft aus Lance Stroll? Keine Ahnung. Und damit, Leute, würde ich auch sagen, sind wir am Ende von der heutigen Folge. Das nächste Rennen ist in Miami. Oh, das wird sehr, sehr cool. Also damit würde ich sagen, war's das. Lasst gerne auf jeden Fall wie immer ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr eben neu seid und keine weiteren Videos verpassen wollt. Giovinazzi fährt einfach mal mittlerweile in der Formel 2. Wir schauen nochmal ganz kurz rein. Neue Abstimmung eingeleitet. Ausschluss. Ich enthalte mich einfach mal, würde ich sagen. Mir ist das eigentlich egal. Wir enthalten uns erstmal, damit ich eben später noch eine Stimme mehr habe. Okay, die meisten Leute waren dafür. 5-3. Und damit wird eben Yas Marine ausgeschlossen. Also kein Saisonabschluss mehr beim großen Preis von Bahrain. Was laber ich? Und kein Saisonabschluss mehr beim großen Preis von Abu Dhabi. Und wir haben mittlerweile den 9-besten Motor. Das heißt, so weit entfernt waren wir wahrscheinlich doch nicht vom Rest des Feldes. Immerhin sind wir jetzt eben vor Alpha Tauri. Also Leute, damit war es das aber jetzt wirklich mit der Folge. Haut rein, bis zum nächsten Part, dann eben in Miami. Heute schöne Punkte geholt und ciao! I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and